Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Freitag. Ah, ich freue mich schon drauf, schon die ganze Woche. Ja, weil wir haben dieses Wochenende nichts geplant, irgendwo hinzugehen. Wir haben uns mit niemandem verabredet. Das ist echt, ich freue mich richtig drauf, einfach mal zu chillen, nichts zu tun. Ich war jetzt gerade schon im Aldi gewesen. Es ist jede Menge mitgekommen, deswegen würde ich sagen, ich zeige euch die Sache mal als erstes. Zu gestern Abend, ich wollte euch noch mal kurz sagen, hier zu So Shape. Ich hatte ja diese Schüssel und dann diese kleine Portion und ich dachte mir so, joa, vielleicht würde der Samo davon satt werden. Ich bestimmt nicht. Ich bin davon ausgegangen, wirklich zu 100%, dass ich mega dass ich noch Hunger hätte und davon nicht satt werden würde. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ja, erstmal zu Ende kauen. Ich habe die Portion noch nicht mal aufgegessen. Das ist die ersten Bisse, die man so nimmt, ist noch alles gut. Und nach einer Zeit, das ist halt dadurch, dass es ja auch Pulver ist, so, man schmeckt es schon ein bisschen raus, dieses Pulvrige. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass es so schmeckt wie eine Bolognese, die man sich auf dem Herd macht, hier mit Hackfleisch und alles frisch und so weiter. Ja, da ist Arbeiten, Schatzi. Das verwechseln nämlich immer viele, wenn man solche Shakes trinkt oder Produkte isst, die sozusagen eine Mahlzeit ersetzen, aber schon eine Mahlzeit sind. Die schmecken natürlich nicht so wie das Original sozusagen. Ist ja auch ganz klar. Also der Shake gestern zum Beispiel früh, der hat super lecker geschmeckt. Also mir hat er geschmeckt. Ich konnte ihn ohne Probleme trinken. Der ist trotzdem nicht vergleichbar mit einem Vanilleshake zum Beispiel bei McDonald's oder sowas, der so richtig krass nach Vanille schmeckt und sahnig und keine Ahnung was. Ja, da sind auch gefühlt 500 Kalorien drin. Wahrscheinlich sogar in echt 500 Kalorien. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar noch mehr. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe noch nie irgendwie großartig auf Kalorien geachtet, gezählt, verglichen oder sowas. Ja, Schatzi. Auf jeden Fall, genau, das wollte ich nochmal sagen, weil mein Mann hat es gestern auch probiert und er hat gemeint, es schmeckt ihm nicht. Dann habe ich gemeint, ja, das kann man halt auch nicht mit den richtigen Gerichten, weil ich habe ja gestern Pasta Arrabbiata gegessen. Wie gesagt, das kann man natürlich nicht mit den richtigen vergleichen. Es soll ja auch nur als ein, in Anführungszeichen, Ersatz dienen, dass man trotzdem irgendwas hat, was man essen kann, was halt auch schmeckt, aber es ist trotzdem nicht dieses wie das Original. Also das muss jedem bewusst sein, wenn ihr das testet oder generell mal Shakes euch kauft oder keine Ahnung was. Also jeder, der schon mal solche Abnehmprodukte probiert, gegessen hat, das ist einfach logischerweise nicht das Gleiche. Also deswegen, ich habe das gestern meinem Mann gesagt und hat er gesagt, ja, dann sagt es nochmal nicht, dass jemand denkt, der kriegt hier voll die Pasta Arrabbiata, Mac and Cheese und sowas und es schmeckt genau gleich. Nein, aber ich bin davon ausgegangen, dass es so eigentlich logisch ist, dass so Abnehmprodukte nicht den gleichen Geschmack haben wie das Original. Das geht ja überhaupt gar nicht. Also ich für meinen Teil merke auch extrem vom Geschmack her, wenn Sachen vegan sind. Also ich habe immer wieder ich habe auch immer wieder Unterhaltung mit Veganern, weil von meinem Mann gibt es zwei Geschwister, die vegan sind. Und die Schwester backt dann immer mal einen veganen Kuchen. Und wirklich, ja, sie hat schon zwei, drei verschiedene Kuchen gebacken. Zum Beispiel auch einen Käsekuchen, der vegan war. Und für die, die das schon lange so gewöhnt sind und essen, die denken sich, ja, es schmeckt gleich. Aber für mich, die weiß, wie ein richtiger, echter Käsekuchen schmeckt und dann ein veganer Käsekuchen, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also für mich ist es, das ist dann so dieses, man schmeckt schon den Ansatz heraus, dass es ein Käsekuchen sein soll, aber es kann mit dem Original auf gar keinen Fall mithalten. Das ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also deswegen, so in etwa kann man das vergleichen. Genauso wie richtiges, echtes Fleisch und dann irgendwie Fake-Fleisch. Also ob das jetzt Tofu ist oder dann irgendwie diese veganen, keine Ahnung was. So kann man das in etwa vergleichen, weil das ist so, es ist dann kein echtes Fleisch, es ist Fake-Fleisch. Und es kann niemals so schmecken wie das echte Fleisch. Da kann mir jemand erzählen, was er will. Ich habe schon so viele verschiedene vegane und vegetarische Produkte ausprobiert. Und es gibt Sachen, die wirklich sehr nah rankommen oder die gut schmecken, aber gar nichts mit dem Original zu tun haben.
Ich sage ja nicht, dass alles irgendwie da schlecht schmeckt oder sowas. Aber es sind trotzdem Ersatzprodukte. Und das muss man sich hier bei SoShape auch so denken. Es ist im Prinzip ein Ersatzprodukt, wobei da ja schon echte Nudeln drin sind. Also es ist nicht alles fake. Aber man muss sich halt im Klaren sein, dass eine dieser Portionen gerade mal 250 Kalorien haben. Das ist ein Witz. Das mache ich einmal auf den Stepper weg im Fitnessstudio und habe es komplett raus. Also wenn man eine normale Portion Nudelteller nimmt oder sowas, das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und ich wollte das aber eigentlich nur nochmal ansprechen, weil ich gestern Abend, wie gesagt, gedacht habe, ich werde überhaupt nicht satt von dieser Portion. Aber die hat sowas von gestopft. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich konnte die nicht zu Ende essen. Das hat so, so, so krass gestopft. Deswegen, ja, weil ich... Als ich mich über SoShape erkundigt hatte und dann geschaut hatte, was es da alles gibt, dann habe ich diese Schalen immer gesehen von den kleinen Portionen und dachte mir so, oh Gott, davon wirst du niemals satt werden, du wirst bestimmt dann Hunger haben und dann doch noch was essen und so weiter. Aber Pustekuchen, man wird davon satt, auf jeden Fall. Ich werde mir auch gleich meinen Shaker wieder nehmen, Wasser reinfüllen und heute werde ich das hier mal probieren, Karamell. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin Karamellliebhaber. Ich mag halt so dieses vanillige Karamell, weiße Schokolade. Deswegen habe ich das auch bestellt. Aber die haben da ja alles Mögliche. Also auch normale Schokolade und ich weiß gar nicht, was noch alles. Also mit auch irgendwas mit Kaffeegeschmack. Hier gibt es zum Beispiel Oreo. Dann so eine Art Käsekuchen, aber mit Zitrone. Cookies, Cookies and Cream, Stracciatella, dann Schoko mit Minze, reine Schoko, dann irgendwas mit Kaffee. Also es gibt wirklich viele, viele Sorten. Ist für jeden was dabei. Aber ich werde es mir gleich zubereiten und euch dann auf jeden Fall auch nochmal sagen, wie es für mich schmeckt. Das ist natürlich sowieso immer so eine Sache, über solche Sachen, ja, euch dann zu sagen, wie das schmeckt, weil es gibt vielleicht jemanden, der sagt, es schmeckt mir überhaupt gar nicht. Und dann gibt es wiederum Sachen, Leute, wo ich dann sagen würde, ja, schmeckt so lala. Wo dann jemand anderes wiederum sagt, oh mein Gott, schmeckt richtig, richtig lecker. Geschmäcker sind halt, wie gesagt, bekanntlich verschieden. Deswegen, ich kann euch das dann nur von mir sagen. Die sind übrigens auf der Vorderseite steht immer SoShape und dann mit der Geschmacksrichtung. Und die haben ja immer auch verschiedene Farben alle. Und hinten steht nochmal so ein Spruch, so ein entweder weißens, es sind oftmals so motivierende Sprüche oder weiße Sprüche. Hier steht zum Beispiel Hakuna Matata. Wir kennen es alle, gell? So, das erzähle ich, oder dann werde ich euch aber gleich berichten, was, wie mir das schmeckt. Ich wollte euch jetzt erstmal die Sachen vom Aldi zeigen, dass ich die mal hier in den Kühlschrank räumen kann. Ich habe mir was mitgenommen. Meine Mutter wird mich wahrscheinlich dafür auslachen. Für Vanillekipfel. Hier so eine Backform, um die da... ja, reinzumachen, da ich hoffe, dass es halt schneller geht. Ich bin halt, meine Mutter hat schon in der frühesten Kindheit, also meine komplette Kindheit, Jugend, bin ich es gewohnt gewesen, Vanillekipfel zu Hause zu essen in der Weihnachtszeit, also so November, Dezember. Und der Teig ist ja super schnell gemacht. Das ist ja wirklich innerhalb von gefühlt Sekunden. Aber die Dinger dann alle... also so die kleinen Portionen zu schneiden, dass es die genau die richtige Menge hat, dann zu rollen und zu machen und zu tun, das ist halt mega die Arbeit. Und ich möchte halt mal versuchen, dann den Teig hier so drauf zu machen einfach und dann überall so rein zu quetschen und dann einmal hier so entlang zu schneiden oder mit einem Roller drüber zu gehen, dass es ganz flach ist, dass ich das einfach nur noch so, ja, praktisch die obere Schichten wegmache, dass wirklich alles hier so gefüllt ist oder einzeln reinzudrücken. Ich weiß noch nicht, wie die gescheiteste Methode ist, aber... es scheint im ersten Eindruck, dass es eine Zeitersparnis ist, ne? Eine Arbeitsersparnis. Mal gucken, kann auch sein, dass es total der Fail ist. We will see, ob ich die dann nicht richtig rausbekomme oder. Mal gucken, werde ich auf jeden Fall ja, November, Dezember rum mal ausprobieren. Mein Mann hat sich gewünscht, dass ich ihm ein Schokobrötchen mitbringe. Für den Samu habe ich hier so Laugenbrötchen wieder mitgenommen. Dann möchte ich heute gemischten Salat auf jeden Fall machen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es mit Chicken mache. Also Chicken dann anbraten und dann über Salat drauf machen, habe ich euch schon oft gezeigt. Oder mit Lachs. Ich habe auch Lachs gekauft. Bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich deswegen hier Feldsalat, Salat mitgenommen. Tomaten und Gurken haben wir noch genug da. Dann hier diese Waffeln.
aufwärmen. Achtung, langsam. Diese Waffeln sind jetzt schon eine ganze Zeit lang leer. Der Bias hatte letztens danach gefragt. Dachte ich mir, ich nehme es mal wieder mit. Dann habe ich hier, wie gerade schon gesagt, Lachs mitgenommen. Und zwar dieser aus Norwegen, Lachsfilet. Der schmeckt mir wirklich am besten. Der ist halt richtig frisch und der ist super, super lecker, der vom Aldi. Sind teuer. Ich glaube, die kosten irgendwas um die 5, 6, 7 Euro. Keine Ahnung, aber die sind wirklich lecker. Dann habe ich hier einmal Eier mitgenommen. Zweimal Buttergemüse. Dann möchte ich mir heute gerne auch Zitronen auspressen. Bio-Zitronen habe ich extra geholt. Genau, ich möchte mir so eine große Karaffe machen und Zitronen auspressen. Einmal ist es immer sehr gut für den Körper, entschlacken, dies, das. Aber auch aktuell bei der Jahreszeit immer schön sich Vitamine reinpfeifen hier, damit man gesund bleibt. Beziehungsweise ich habe ja immer noch, bin so ein bisschen angeschlagen, nicht extrem, aber also Zitronen sind nie verkehrt, meiner Meinung nach. Könnte man das ganze Jahr über trinken. Dann habe ich Bananen mitgenommen. Dann zweimal Emmentaler. Streukäse ist komplett leer. Dann habe ich für Samu mal so ein paar Fruchtgläschen mitgenommen. Verschiedene Sorten, random einfach. Samu, langsam. 5 Stück habe ich mitgenommen. Dann einmal eine Gemüsebrühe aus der Bioabteilung. Ist schon länger leer. Jetzt hatte ich es letztens mal gebraucht und nichts da gehabt. Deswegen habe ich es jetzt mal mitgenommen. Dann einmal Laugenbrezel für zu Hause zum Aufbacken. Dann habe ich jetzt mal eine Packung mitgenommen. Die hat 2,99 gekostet. Das kam mir ein bisschen teuer vor. Ich weiß es jetzt nicht. Ich werde nochmal in anderen Geschäften schauen, aber dass ich schon mal was habe hier für Halloween. Ich weiß vom letzten Jahr, bei uns ist Halloween richtig gut was los. Letztes Jahr waren wir ja komplett mitten irgendwie in Corona drin gewesen und da haben wir es dann so gemacht, dass wir nur in unserer Siedlung halt geblieben sind. So die Leute, die sowieso Kontakt miteinander haben, die Kinder und so weiter. Und da war es schon so, dass es gefühlt alle 30 Sekunden geklingelt hat. Deswegen, ich brauche auf jeden Fall nochmal mindestens 2, 3 solcher Packungen. Mindestens, wenn es nämlich so sein sollte, dass jetzt dann auch noch andere Kinder kommen aus der Nachbarschaft. Da wird gut was los sein. Dann habe ich hier einige solcher Paw Patrol-Dinger mitgenommen. Diese, kennt ihr die? Ich habe die ja geliebt aus der Kindheit. Dass man irgendeine Figur drauf hat, dann macht man die auf und dann kommt so eins von diesen Bonbons eben raus. Dann macht man es wieder zu. Man kann damit ja theoretisch auch spielen. Und meine Tante hatte sowas mal mitgebracht und die Jungs spielen immer noch sehr gerne mit damit. Auf jeden Fall habe ich die jetzt hier vom Paw Patrol gesehen und deswegen habe ich hier einmal den Rubble mitgenommen, den Chase, Feuerwehrhund, der andere war der Baustellenhund, das hier ist der Rocky und ich habe zweimal diesen, habe ich jetzt, ach nee, Quatsch, das ist Marshall und das ist Chase, genau, habe ich zweimal mitgenommen, weil ich eins davon verschenken werde. Und bei den 4 habe ich halt gedacht, die werde ich irgendwie einpacken, auch vielleicht über Nikolaus oder sowas, keine Ahnung, mal gucken. 2 für den Samu, 2 für den Lias. Genau. Dann habe ich einmal hier wieder die Wurst mitgenommen. Der Lias hat letztens, war super traurig, er wollte das abends essen. Und ich habe gesagt, wir haben keine mehr, sie ist leer und ja, Geflügelfleischwurst. Ist jetzt dann mal wieder mitgekommen. Das war es schon von da. Und hier ist eigentlich nicht großartig was drin, außer Schokobrötchen, Milchbrötchen und ganz viel. Ich glaube, ich habe 5 Packungen oder so mitgenommen von dem Brot. Ist uns nämlich komplett leer gegangen. Ich hatte dann letztens im Lidl einfach mal 2 Packungen mitgenommen und mein Mann meinte, die sind total unterschiedlich, die vom Lidl, da sind Körner und was weiß ich was drin. Mir schmecken die extrem gut vom Lidl, aber er möchte die hier haben. Und die Jungs essen das halt auch sehr, sehr gerne. Der Lias nimmt sich gerne Sandwiches mit. Okay, Samu. Und der Samu isst die ja echt jeden Tag, isst er eine Scheibe. Deswegen ist da jetzt einiges mitgekommen. Und unser Rückspiegel vom Auto, wo der Sau immer reingeguckt hat, der ist jetzt alt genug. Der fliegt seit Ewigkeiten im Kofferraum rum, deswegen ist es mal mitgekommen. Boah, ich habe echt viele Packungen mitgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Packungen. Das hält vielleicht 2 Wochen.
so ungefähr. Aber die sind auch bis Ende des Jahres haltbar, von daher aus. So, das war's. Ich räume das jetzt mal weg. Und dann macht Mami sich endlich mal einen Shake. Wir haben nämlich mittlerweile 21:45. Wow. Also, was ich schon mal sagen kann, ich habe übrigens das heute mal in so einem Shaker, der so ein Sieb hat, geschüttelt. Weil gestern hatte ich so ein paar Klümpchen gehabt. Ja, und ich habe es wieder mit Wasser gemischt, was ich schon mal sagen kann. Oh mein Gott, das riecht so krass. Kennt ihr diese Karamellbonbons, diese knatschigen, die so schön in den Zähnen hängen bleiben, die so richtig krass nach Karamell, also reine Karamell schmecken? So riecht es. Ich bin jetzt so gespannt. Ich hoffe, dass es auch so krass gut schmeckt, wie es riecht. Weil, also der Geruch ist schon mal 1A. Ich habe ja gestern schon gesagt, auch wenn ich irgendwo mal unterwegs war und einen Milchshake getrunken habe, wenn man den so trinkt, das ist einfach too much. Ich glaube, mit Strohhalm ist es viel angenehmer. Deswegen habe ich mir das jetzt mal mit dem Strohhalm gemacht. Was denn? Ja, hier ist dein Wasser. Trinken wir zusammen. Prost. Prost. Machst du mit mir Prost? Nein. Bitte. Prost. Nochmal? Ziehst du weg? Das macht man aber nicht. Prost. So, Mami probiert jetzt mal. Also sehr karamellig. Auch mit so kleinen Stückchen dazwischen. Ich weiß nicht, was das ist, ob ich einfach nicht lang genug shake. Das fühlt sich, ist wie so kleine Nussstückchen oder so. Also nicht eklig oder sowas. Boah, ich glaube, der ist sogar noch besser als der von gestern. Was denn? Wie so Nussstückchen. Ich weiß nicht, ob das Nussstückchen sind. Oh mein Gott, das ist... Also, wirklich, Leute. Der gestern, der hat mir schon echt gut geschmeckt. Vanille, aber eher noch nach weißer Schokolade. Super zum Trinken. Aber der hier ist richtig lecker. Also der ist wirklich richtig lecker. Wenn mir den jetzt jemand gegeben hätte, von wegen probier mal, würde ich niemals denken, dass es ein Abnehmshake ist, der nur also weniger als 250 Kalorien hat und vor allen Dingen, dass es mit Wasser gemacht ist. Ich muss unbedingt mal morgen und übermorgen dann die gleichen Shakes mit Milch probieren. Aber ich glaube, dann ist es brutal. Dann schmeckt es wahrscheinlich so krass lecker, weil mit Wasser sowas zu mischen, ist normalerweise immer ein Fail. Aber, boah, das schmeckt richtig lecker, wie wenn man ganz viele Karamellbonbons geschmolzen hätte. Mm. Oh, das ist lecker. Schatzi, du kannst es nicht trinken. Ich mache mir ja manchmal so einen Erdbeermilchshake. Und da ist ja dann, nicht Erdbeermilchshake, Banane. Da ist dann einfach nur Banane, ein Schuss Honig und Milch drin. Und da liebt er das dann immer davon zu probieren. Schatzi, das ist was anderes. Das ist ganz scharf. Das ist ganz scharf. Das ist nichts für dich. Aber ich feiere es richtig, richtig lecker. Oh Mann. Also wie gesagt, morgen werde ich das Ganze mal mit Milch probieren. Wer hat die süßesten Hände? Wer hat die süßesten Hände? Der liebt es, wenn man seine Hände küsst. So, ich mache jetzt Mittagessen. Ich habe gerade Putenfleisch einfach klein geschnippelt und dann mariniert. Olivenöl. Dann habe ich hier auch einen Schuss Honig reingemacht. Italienische Kräuter, Salz, Pfeffer, Vegetar, ganz viel Paprikapulver. Ja, das war's eigentlich. Brate ich jetzt an. Jetzt mache ich mal einen gemischten Salat und dann kommt es einfach oben drauf. So, fertig, gemischter Salat mit Puten und ich werde hier wieder diese Cracker dazu essen, beziehungsweise einen davon. Die sind super lecker vom DM. Genau, guten Appetit. So, wir haben Mittag gegessen mittlerweile. Ich habe noch ein bisschen aufgeräumt, geputzt. Mein Video ist immer noch am Hochladen. Irgendwie ist heute wieder mit dem Internet ein bisschen Krise. Ich war gerade duschen gewesen und habe mir hier den Paul Jumpsuit mal angezogen von Lelün. Es gibt nämlich momentan auf alles 40% oder sogar 50% auf alle Sets.
Also mega genial und das ist ja wirklich so ein All-Time-Favorite von mir. Dieser Paul Jumpsuit, das ist der, der diese Ärmelchen hat, so Dreiviertelärmel. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mal was von Le Lune gehört hat, beziehungsweise sogar schon zu Hause hat, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Weil also wirklich jeder, der die Produkte zu Hause hat, hat mir gesagt, dass die Sachen einfach so krass weich sind. Weil die sind aus Bambusviskose und Bambusviskose ist extrem weich. Es ist ein nachhaltiger Rohstoff. Bambus wächst ja ohne Ende super, super schnell. Und wie gesagt, es ist ein nachhaltiger Rohstoff und die Produkte sind einfach, oder die Kleidungsstücke sind super, super weich. Die sind richtig dehnbar, also die passen sich richtig schön dem Körper an. Man schwitzt daran nicht. Also ganz, ganz, ganz große Liebe. Wirklich, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll, greife ich immer zu Le Lune. Und dieser Cardigan ist auch von Le Lune. Die haben ja jetzt angefangen, auch Strick herzustellen. Super, super weich und alles aus recyceltem Plastik. Also richtig genial. Ich finde es einfach mega, dass sie was für die Umwelt tun und gleichzeitig einfach so tolle Mode produzieren, die überhaupt nicht, also die kann man auch komplett auf der Haut tragen. Der kratzt null. Der ist so, 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 so weich. Der ist so multicolor, passt sich irgendwie allen Kleidungsstücken an. Der ist so, so nice. Ich zeige ihn euch mal von nahem. Der hat so verschiedene Farben. Da kann man jetzt wirklich egal was dazu anziehen. Und diesen Jumpsuit übrigens, den gibt es auch noch in kurz, also beziehungsweise ohne Ärmel oder halt eben mit diesen Dreiviertel. Und in, ich weiß nicht wie vielen, fast an die 10 Farben. Alles Mögliche ist da mit dabei. Ja, meine Boots ziehe ich jetzt wieder aus. Aber in dem Outfit bleibe ich auf jeden Fall. Schmeiß mich jetzt auf die Couch und werde schauen, was mein Video macht und da nochmal ein bisschen was bearbeiten beziehungsweise E-Mails beantworten. Und ja, in so einer Dreiviertelstunde gehen wir auch den Lias abholen. Zeig mal den Kühl. Ich beschütze dich, ich beschütze dich, ich beschütze dich, ich beschütze dich. Oh, ich beschütze dich. Mein Lias. Ich bin dein Dada. Ja, eins, zwei, drei. Okay, Pause. Eins, zwei, drei. So, es ist time to food. Oh, ich freue mich, weil ich habe mich heute für eine Suppe entschieden und zwar Tomatensuppe. Ich liebe ja Tomatensuppe. Es gab noch viele verschiedene andere Suppensorten, aber das hat mich am meisten angesprochen. Und hier im Heft ist nochmal genau erklärt. Also hier ist ja, wie man einen Shake sozusagen zubereitet. Man kann die Shakes übrigens auch warm machen und dann warm trinken. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber wer es mag, das kann man auf jeden Fall machen. Und hier ist jetzt erklärt eben für die Suppen, also dass man es dann, man soll das erst, also hier ist Wasser, dann eben das Pulver wieder rein, gut shaken, Schale gießen und dann ab in die Mikrowelle, dann ist die Suppe warm. Und hier ist eben nochmal beschrieben, wenn es halt mit den Nudeln praktisch gemacht wird. Aber wir brauchen jetzt das, das heißt 350 Milliliter Wasser, das habe ich schon gemacht. Dann schütte ich das Ganze jetzt rein, shake das einmal durch, mache es in eine Schale rein, in die Mikrowelle und dann machen wir gleich den Geschmackstest zusammen. So, ich hatte es jetzt, da stand ja 1 bis 2 Minuten. Ich habe es jetzt für 1:50 drin gehabt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen zu heiß. Ich muss noch ein bisschen warten, ein bisschen pusten. Aber ja, ich würde sagen, ich probiere das Ganze jetzt mal. Mhm. Schmeckt auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall, das sieht man schon an der Farbe. Das schmeckt wieder wie gestern bei dem Arrabbiata, weil man kennt ja Arrabbiata oder Tomatensuppen, die dann halt sehr rot sind. Und das ist eher so, wie wenn man da ganz viel Sahne reingemacht hat. So schmeckt es tatsächlich. Wie wenn man sich eine Tomatensuppe oder Tomatensoße genommen hätte und ganz viel Sahne reingemacht hätte. Also für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen tomatiger sein, aber ich mag dieses Sahnige, also ich mag das ja. Naja, ich werde jetzt meine Suppe genießen. Ich muss sagen, auch wenn man da ein paar Löffel von gegessen hat, man gewöhnt sich einfach an den Geschmack und ich finde, man kann es vollkommen essen. Also ich habe wirklich schon andere Sachen gegessen, die wir mit wenig Kalorien oder sowas waren, wo man wirklich sich gedacht hat, so geht gar nicht. Aber die hier, die schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Mhm.
Ich genieße die jetzt, esse die. Guck eine Folge How Get Away with Murder. Ich bin da total obsessed mit übrigens. Also finde ich ganz, ganz, ganz klasse, falls jemand nach einer neuen Serie sucht und das noch nicht geschaut hat. Bin aktuell bei Staffel 6. Habe das richtig durchgesuchtet. Immer wenn irgendwas gewesen ist, habe ich das dann geschaut. Wenn mein Mann irgendwie draußen war oder unterwegs, dann habe ich mir da immer mal ein, zwei Folgen angeschaut. Ja, ich habe mich gerade schon bed ready gemacht, eine schöne Jogginghose angezogen und hier so einen kuscheligen Pulli. Hätte mich dann gleich auf die Couch legen und nochmal ein, zwei Folgen gucken. Dann wird mein Mann auch fertig sein mit seinem Shisha. Und ja, die Jungs sind mittlerweile auch im Bett. Wir haben schon mega spät. Heute ist irgendwie alles voll spät geworden, weil meine Schwester gerade noch da war und mit den Jungs rumgealbert hat. Die sind erst um 7.20 Uhr, 7.30 Uhr oder sowas im Bett gewesen. Es tut schon gut, so warme Suppe gerade. Weil mein Hals, also mir geht es eigentlich gut, aber ich merke immer mal wieder am Tag, wenn ich nicht genug getrunken habe, dass mein Hals immer noch so ein bisschen juckt und kratzt. Naja. So, jetzt mal auf zu quatschen und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder, ihr Lieben. Morgen wird übrigens ein harter Tag, weil meine Männer sind es ja gewohnt, samstags immer Pfannkuchen zu essen und am Sonntag essen wir immer unsere Eier-Sandwiches. Das wird hart, muss ich sagen. Also wirklich, ich finde die Shakes sind mega lecker, wirklich. Also sowohl das Vanille, weiße Schokolade, als auch das Karamell, was ich heute Morgen getrunken habe. Mein Mann hat es heute Morgen übrigens auch probiert und er hat gesagt, schmeckt wirklich lecker. Und ihn zu überzeugen von solchen Shakes ist nahezu unmöglich. Und er hat gesagt, wirklich, schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Und deswegen, das ist nicht das Problem, aber ich esse ja auch am Wochenende gerne mit meiner Family zusammen und ich weiß jetzt schon, dass der Elias morgen sagen wird, Mama, warum isst du nicht? Also, keine Ahnung, ob ich da einen Pfannkuchen, ich esse ja immer diese kleinen, mitessen soll und einmal sündigen soll oder ob ich es lassen soll und lieber durchziehen soll. Ich weiß es nicht, aber ich habe ja jetzt auch die Tage, also diese 5 Tage, die ich jetzt diese Challenge mache, auch gesagt, weil die SoShape sagt, dass man nachmittags essen kann, was man möchte. Also ganz normale Mahlzeit. Aber ich habe jetzt gesagt, okay, ich esse dann nicht einfach mal eine Portion Pasta oder Pizza oder keine Ahnung was, sondern ich versuche es so gesund es geht zu halten. Am ersten Tag hatte ich meine Gemüse-Couscous-Pfanne. Am zweiten Tag, also heute, hatte ich ja, habt ihr gesehen, gemischten Salat mit Puten. Und morgen möchte ich nochmal einen gemischten Salat machen, aber mit Lachs, genau. Für Sonntag weiß ich noch ehrlich gesagt gar nicht. Und ja, da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich mir nachmittags auch mal irgendwie, ich weiß es gar nicht. Habe jetzt echt gar nicht geplant. Voll klug von mir. Sollte ich vielleicht mal machen, weil am Ende stehe ich da und habe nichts Gesundes mehr da. Aber was heißt gesund, das ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, dass ich mir jetzt keine Fertigpizza oder sowas in den Ofen gehauen habe, sondern versuche dann zumindest ja auch gesund zu essen und kalorienarm. Genau. Deswegen ist es vielleicht jetzt nicht so schlimm, wenn ich dann einen Pfannkuchen mit esse. Aber ich versuche es zu vermeiden. Ich werde euch aber ehrlich sagen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Oh Leute, ganz kurzes Feedback. Ich habe wirklich die letzten 5-6 Löffel mich gezwungen zu essen. Das ist so krass, das stopft so heftig. Also genau wie gestern, da denkt man sich erst, ach, was eine kleine Portion, davon werde ich nicht satt. Das stopft so übertrieben, das kann ich euch überhaupt gar nicht sagen. Also ich fühle mich, als ob ich 3 Teller Nudeln gegessen hätte. Also das sättigt wirklich extrem. Also wundert euch da nicht über die kleinen Portionen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist extrem, extrem sättigend.